Dann freue ich mich bereits, dass wir heute von der Victorinox, der Herr Toni Blaser, Abteilungsleiter Lehrlingsausbildung bei uns haben. Und Toni Blaser wird uns in rund 50 Minuten wird er uns erzählen, respektive aus seinem Erfahrungsschatz erzählen, warum ist die Ausbildung bei Victorinox so erfolgreich. Herr Blaser, Sie sind zwar nicht Mitglied von Kunststoff Swiss, es hat ja einen Haufen Metallteile an einem Sackmesser, aber vielleicht bringen wir es gleich mal stand, es hat ja auch noch ein paar Sachen, die aus Kunststoff sind. Aber umso mehr freuen wir uns, dass Sie von Victorinox zu uns kommen und uns mit dem interessanten Referat bereichern. Bühne gehört Ihnen, Herr Blaser. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich da einen kurzen Vortrag haben über unsere Lehrlingsausbildung, warum dass wir da so attraktiv sind. Vielleicht ganz kurz zu meiner Persönlichkeit. Ich bin seit über 40 Jahren in der Lehrlingsausbildung tätig, in der Victorinox. Und bei Swissmechanik, Sektion Schweiz, auch im Vorstand, beim Bezirksschulrat, also ich kenne das Bildungswesen sehr, sehr gut, würde ich jetzt mal sagen. Dass ich jetzt das so online mache, ist für mich ganz speziell, weil ich mich eigentlich nicht gewöhnt. Ich bin viel lieber um die Leute zu sehen, die Leute zu spüren. Und ich hoffe aber trotzdem, dass mein Vortrag oder meine gewissen Anregungen bei Ihnen überkommen. Das, was ich Ihnen nachher werde erzählen, geht vor allem nicht darum, dass man es nicht sehen will, sagen, wie man es machen sollte. Überhaupt nicht, sondern ich werde wirklich einfach überbringen, was wir machen und vielleicht können sie das eine oder andere auch daraus bringen oder brauchen. Gut, dann würde ich jetzt mal den Bildschirm freischalten und würde Ihnen noch unser PowerPoint geben. So, das geht schnell freischalten. So, sieht man die Präsentation? Ja, Herr Blaser, wir sehen die Präsentation. Okay. Also, ich fahre jetzt wirklich mal mit dem an, was ich habe. Und zwar die Folien, die ersten, die Sie sehen, das sind gerade so Lehrlinge von uns, wo wir auch eigentlich für Berufsberatung gemacht haben und die haben jetzt natürlich für uns gerade so ein benutzen, wie dass wir die Jungen eigentlich überbringen bei den Leuten, wie fröhliche Leute das man eigentlich hat und dass wie attraktiv das eigentlich Beruf sein könnte, jetzt sage ich mal da bei uns in der Victorinox. Ich würde dann ganz kurz schnell etwas über Victorinox selber sagen und zwar der Hauptsitz von der Victorinox ist in Eibach-Schweiz. Dann der zweite Teil, der ist dann in Delimont. Und es ist so, dass man eigentlich in Eibach ist Messenfabrikation. In Delimont haben wir vor allem Uhrenfabrikation und jetzt ganz neu Sparscheller, wo wir übernommen haben von der Firma Deiss. Und da in Eibach tun wir dann auch zum Beispiel das Gepäck, das wir selber designen. Wir haben von der ganzen Welt die ganze Informatik bei uns, Betreuung weltweit, die wir bei uns haben. Wir haben also wirklich ganz, ganz viel so auf Eibach geholt, von da aus dann auch so gesteuert wird. Produkte kennen Sie ja wahrscheinlich. Bei uns ist auch ganz, ganz wichtig, dass die Speerspitze von unserer Marke, das ist Taschenmesser. Dann haben wir Haushaltmesser, Berufsmesser, Uhren, Gepäck, Parfum. Taschenmesser, Berufsmesser, kann man sagen, sind 100% oder sagen 99% Swissmade. Uhren ist auch größte Teil Swissmade. Beim Gepäck ist designed in Switzerland. Hersteller ist natürlich im Orient, so wie alles etwa ein bisschen ist. Aber auch da sind wir gewisse Sachen auch in die Schweiz zu holen. Und Parfum, wo man kann sagen, das ist
von einer externen Firma, sag mal, hergestellt worden für uns. Und dann tun wir es aber in der Schweiz auch abfüllen, wer vielleicht andere Firmen das auch machen. Dann Mitarbeiter. Wir haben in Ibach 950 Personen beschäftigt. In Delemo 300 Personen, das heisst schweizweit sind das rund 1250 Personen. Und weltweit 2100 Personen. Weltweit, wenn ich schon sage, wir können in Ibach fabrizieren. Das ist einfach so, wir haben sehr viele Läden weltweit, wo wir unsere Messen selber verkaufen. Und dort haben wir natürlich eben auch Personal draussen. Oder auch im Orient, also in China, wo wir Leute haben, die Kontrollen machen für unser Gepäck, die gehören natürlich alle zu uns. Und auch die Produktionszahlen von der Messe sind das rund etwa 900 Modelle, die wir haben. Das heisst, wir haben insgesamt 120'000 Taschenmesser, Haushaltmesser im Herstellen. Umsatz 2018 war rund etwa 480 Millionen gewesen. Der ist jetzt auch bedingt Corona wieder ein bisschen zurückgeht. Dann komme ich zur Berufsbildung in der Victorinox. Und zwar kann man sagen, wir bei uns immer sagen, mit top ausgebildeten Nachwuchs können wir uns von der Konkurrenz abheben. Und wenn Sie mal schauen, wie viele Berufe man bei uns ausbildet, das sind im Moment so ca. 56 plus minus Lernende, die wir haben, in den Berufen Automatiker. Wir haben beim Automatiker jedes Jahr 4 Lehrstellen. Informatiker, dort haben wir alle 3 Jahre eine Lehrstelle. Messerschmied, haben wir alle 3 Jahre einen Messerschmied. Das Jahr, dort hat der erste Messerschmied abgeschlossen. Und also mit Erfolg abgeschlossen. Und es ist für uns natürlich ganz ein interessanter Beruf, den wir hier auch ausbilden. Kann man vielleicht noch sagen, seit 50 Jahren der erste Messerschmied, den wir jetzt wieder ausbilden bei uns. Also wir haben den Beruf wirklich wieder ganz frisch auf den Ausbilden. Dann haben wir Kaufmann, Kauffrau. Da haben wir jedes Jahr 2 Lernende. Kunststofftechnologe sind sie, das ist neu, der Beruf. Da werden wir jetzt ab 2022 den ersten Kunststofftechnologe in die Lehre nehmen. Weil es ist ja schon gesagt worden, dass wir Kunststoff haben, bei unserem Messengriff, also Haushaltberufsmesser, diesen Griff, an den Schalen zum Beispiel, an den Taschenmesser. Wir können auch andere Sachen machen. Zum Beispiel haben wir so kleine Parfümfläschchen, wo wir so Müsli abgeben, die wir selber spritzen. Und es sind sehr, sehr moderne Kunststoffspritzereien. Darum haben wir gesagt, jetzt wollen wir da auch probieren, vielleicht alle 3 Jahre mal Kunststofftechnologie auszubilden. Dann nehmen wir Logistiker. Logistiker haben wir jedes Jahr 2 neue. Da haben wir jetzt ein ganz neues Logistikzentrum in Betrieb genommen. Dieses Jahr. Und das Logistikzentrum hat uns, kann man sagen, rund 35, 40 Millionen gekostet. Das ist eines der grössten Gebäude bei uns im Talkessel von Schweiz. Und durch das wir weltweit, europaweit die Lager an ein Ort da haben, können wir jetzt im Jahr rund 4 Millionen einsparen. Dann haben wir Anlagenführer. Da haben wir dieses Jahr ab August das erste Mal 2 Anlagenführer ausbilden. Dann haben wir Detailhandel, das Fachmann, Fachfrau. Da haben wir auch alle 2 Jahre Auszubildende. Und auch im Eis, was man dann nennt. Und bei den Polymechanikern haben wir nachher ein Niveau G und E. Und dort haben wir jedes Jahr 6 Lernende. Also Sie sehen, das ist eine rechte Anzahl Lernende, die wir bei uns haben. Dann berufsübergreifende Fähigkeiten. Für mich absolut zentral von der Erfahrung her ist das gute Sozialverhalten. Wenn das stimmt, dann ist es schon so viel gut. Und das fängt bei mir dann auch die Schnuppenlehre an, wenn ich Ihnen sage, das ist etwas so Wichtiges. Freundlich. Grüezi. Ade. Danke. Da verkaufen wir euch sehr, sehr gut.
Motivation muss stimmen. Der Wille, der gibt es. Und Zuverlässigkeit. Und das sage ich immer, wenn diese drei Sachen stimmen, Sozialverhalten, Motivation, Zuverlässigkeit und die Jungen können sagen, wow, cooler Betrieb, coole Produkte, dort will ich arbeiten. Dann behaupte ich, funktioniert die Ausbildung. Auch ein bisschen mit schwächeren Schülern. Aber das Niveau muss sicher da sein, dass eine Berufsschule gut bestehen kann. Die anderen, Schlüsselqualifikation, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein etc., etc., was Sie sehen, das gehört ganz klar dazu. Aber das Allerwichtigste sind die, die ich fett gedruckt Ihnen zeigen kann. Denn in unserer Firma ist es so, dass wir einen Verhaltenskodex haben, weltweit. Das heisst, jede Person, die bei uns angestellt wird, muss das unterschreiben. Also auch der Lehrling, wenn er den Lehrvertrag überkommt, kommt er den Verhaltenskodex über und dann muss er das unterschreiben. Und sonst wird er bei uns nicht angestellt. Dort drinnen ist Offenheit, Vertrauen, Respekt, Dankbarkeit, Bescheidenheit, Mut. Das sind mit der Verantwortung zusammen unser, das gehört zu unserem Verhaltenskodex. Dann, warum attraktiver Ausbildungsbetrieb? Sagen die Firma, wenn sie ein gutes Firmenimage hat, sei es im Sozialen, sei es mit guten Produkten, mit sicheren Arbeitsplätzen, dann sage ich, haben wir schon einen rechten Vorteil bei den jungen Leuten, dass man die Chance hat, dass man vielleicht eher die Jungen in die Lehre überkommt. Und bei uns ist wirklich so, dass wir sagen, sehr sozialer Betrieb, wir haben sehr gute Produkte. Und ich sage auch immer, wir haben einfach das Glück, unsere Produkte sieht man auf der ganzen Welt, allen Orten. Die meisten Leute träumen es auch, wir wahrscheinlich auch bei Ihnen in einer Firma, die ein Produkt hat für die Allgemeinheit. Es geht ein bisschen ringer, die Leute zu motivieren, in die Firma zu kommen. Denn Geschäftsleitung muss voll und ganz hinter der Ausbildung stehen. Weil wenn die Geschäftsleitung nicht hinter der Ausbildung steht, dann glaube ich auch, wird das nie gut können funktionieren. Und bei uns ist es wirklich fantastisch. Wir haben ja bei uns den Herrn Elsner, er ist CEO. Das ist ja ein Unternehmen, wo immer öfter in einer Familie ist. Also Familienbetrieb, auch so geführt wird. Und er steht wirklich voll hinter unserer Ausbildung. Dann, was wir haben müssen, ist einfach klare Abläufe bei der Rekrutierung. Zum Beispiel Ferienpass. Wir fangen mit dem Ferienpass an, die jungen Leute schon ein bisschen zu begeistern für uns. Ich habe jetzt dann gerade in 2 Wochen, fängt es bei uns an, also wir können einen Teil vom Ferienpass machen, vor allem das, was wir für aussen machen. Wir haben dann in 2 Teile. Der eine Teil ist, dass die jungen Jugendlichen, dritt- und viertklässler, die können zu uns kommen, schnitzen mit dem Felix Immler. Das ist ein ganz bekannter Pädagoge, der mit dem Messer mit den Kindern schnitzen. Und dann haben wir die Kinder schon das erste Mal bei uns. Und da können auch unsere Lehrlinge mithelfen. Und der andere Teil vom Ferienpass, das wäre dann nach 5-6-Klässler, die zu uns in die Weststadt kommen. Können wir das ja nicht machen wegen dem Corona, weil ich sage einfach, das Risiko ist noch nicht zu gross, dass wir sehr viele Kinder zu uns nehmen, weil es sind ja doch pro Halbtag immer 10 Kinder, die kommen. Und insgesamt kann ich sagen, haben wir nach einer Runde etwa 70 Kinder bei uns in dem Ferienpass. Und das innerhalb von einer Woche. Und da die Ferienpassgestaltung wirklich ganz viel für unsere Lehrlinge machen. Und dann haben die Jungen erst Kontakt zu uns. Dann gibt es Berufsorientierungen. Da können sich die Jungen bei uns anmelden. Ich tue ihnen in rund 1,5 Stunden unsere Berufe vorstellen. Das heisst jetzt, wir tun jetzt vor allem Polymech-Automatik und jetzt nicht der Kunststofftechnolog, wo wir vorstellen in einer Berufsorientierung und in einer anderen Berufsorientierung dann auch die Anlagenführer noch so bekannt machen. Dann gehen wir nochmal in den Betrieb rein, dann schmecken sie vielleicht
die Umgebungsöl, die wir haben, sie hören den Lärm. Und da darf ich sagen, das ist vielleicht rund die Hälfte, die schon sagt, oh nein, das ist kein Beruf für mich. Und dann habe ich eigentlich schon einen rechten Teil, der vielleicht nicht in die Schnuppelehre kommt. Und die anderen, die in die Schnuppelehre kommen, dann kann ich rechnen, hey, das sind Junge, die wahrscheinlich echtes Interesse daran haben. Die Berufsorientierung ist so, dass sie auch Berufsberatung bei uns im Kanton Schweiz die dort organisieren, ein Teil für uns. Das heisst, sie geben uns wieder durch, welches Datum, dass wir das machen wollen, und dann müssen wir 15 also Jugendliche nehmen und dann ihnen das so zeigen. Zugleich gehe ich auch in die Schule und Vorträge haben. Das ist vielleicht noch ein Input für alle. Wir haben angefangen, vor etwa 5-6 Jahren in die Schule zu gehen. Das heisst, bis jetzt war es so, zum Beispiel die Bauern sind mit ihrem grossen Lastwagen in die Schule gegangen, sind da ihre Vorführungen machen, die Schreiner sind gegangen und. Und dann hat der Gewerbeverband in Brunnen mich mal angefragt, ob wir nicht dabei wären, immer so eine Berufsorientierung in die Schule. Das heisst, einen halben Tag in die Schule gehen, der Gewerbeverband tut es organisieren mit der Schule zusammen. Jedes Kind in der zweiten Oberstufe oder jeder Jugendliche in der zweiten Oberstufe muss sich einschreiben für 4 Berufe, um anzuschauen. Und in diesen Schulzimmern sind, je nachdem vom Ort her, sind das vielleicht 10 bis 15 Berufe, die vorgestellt werden. Und dann hat sie eine kleine Aufgabe bekommen von der Schule, dass sie sich mit diesen Berufen auseinandersetzen. Und da sind auch immer Lehrlinge dabei, die mithelfen in dieser Berufsorientierung. Ich kann ihnen sagen, das ist so etwas Geniales. Erst erreichen wir genau die Jungen, die Berufe suchen. Die Schule stellt einen halben Tag zur Verfügung stellen mit den Schülern. Wir gehen einen halben Tag an. Die Eltern sind Gewinner. Die Schule ist der Gewinner. Der Jugendliche ist der Gewinner und wir als Lehrbetrieb. Also es ist eine ganz geniale Sache. Und das habe ich bei uns jetzt, weil wir Bezirke haben, verschiedene Bezirke im Kanton Schweiz. Da habe ich im inneren Kantonsteil, im Bezirk Schweiz, gar nicht etwa 5 Schulorte einen Vortrag gehabt, einen halben Tag. Und dann gehen wir wieder an zu Mittag essen, dass es auch noch so ein bisschen Zusammenhang gibt unter den Firmen. Dann gibt es Schnupperlehre, je nach Beruf. Ich bin Polymech-Automatiker und Kunststofftechnolog und Anlagenführer. Geht die Schnupperlehre eine Woche. Klingt noch viel. Ich sage für mich absolut zentralste. Weil 2-3 Tage können sich die Jungen verstellen. Aber nachher, sage ich jetzt spätestens vom 4. Tag an, hätte sich nicht mehr verstellen, dann kommt der jugendliche Mensch führen, wenn er eigentlich ist. Und ich muss nach kein Einstellungsgespräch mehr machen oder Bewerbungsgespräch. Und das mache ich am letzten Tag, am Nachmittag, in der Schnuppelehre mit den jungen Leuten zusammen. Und sie lernen uns kennen in dieser Woche, wir lernen sie kennen, sie lernen bei uns Positive wie das Negative kennen, was ganz wichtig ist. Dann dürfen sie sich bewerben und dann wird es auch Zusage geben. Und dann der Lehrvertrag, wie das der Meister ein bisschen abläuft. Dann, was auch jetzt für uns sehr zentral ist, vom ersten Kontakt bis Lehrende die gleiche Bezugsperson. Denn was ich erlebe, wenn man, ich bin jetzt eine Bezugsperson bei einem Lehrling, was da für Sachen ankommen, sei es privat, sei es persönlich, wo mit der Stiftung Mühe hat oder ein Kollege Mühe hat oder irgendetwas. Probiert mit ihnen etwas zu lösen. Und ich kann sagen, ich komme an Sachen an. Und sehr früh an die Sachen an, wo man Problematik und die Probleme sind sehr, sehr schnell teilweise kann lösen. Also für mich das ganz Zentrale, weil ich habe gesagt, in 2 Jahren werde ich pensioniert. Da habe ich meinem Nachfolger schon gesagt, oder auch in der Geschäftszeit, denke daran, das ist ein ganz zentraler Punkt. Weil wenn die Jungen über ein HR hineinkommen. Wenn ich jetzt bei uns schaue, wie das HR immer wieder einen Wechsel hat, dann der Junge will die Menschen hineinkommen, das erste Telefon, meistens am richtigen Ort sein und dann führen sie sich daheim. Und da habe ich schon sehr viel gewonnen. Und im HR durch diese Person, er verbindet diese Person an und der Junge weiss gar nicht, ja, wer ist es, was kann ich jetzt sagen, etc. etc. Darum ganz etwas Wichtiges. Dann, wie vorhin gesagt, Schnupperlehrling gut betreuen.
Ich habe immer einen Lernenden, der den Schnupperlernen betreut. Eben Zeit nehmen, 2 bis 5 Tage. Eben so im KV haben wir dann 2 Tage, Logistik machen wir 3 Tage. Das sind natürlich vielleicht ein bisschen Berufe, die man vielleicht nicht in dieser Art zeigen kann, wenn man jetzt Kunststofftechnologen, Polymecher zeigen kann, wo ich auch etwas machen kann und vielleicht auch heimnehmen kann. Dann eben ganz wichtig, die Jungen arbeiten. Wenn ich die Jungen frage, du, warum willst du zu uns kommen? Dann kommen sich so Punkte, ja super, gute Leute etc. etc. Aber ein Punkt ist immer drin, wo sie sagen, wow, cool, ich habe etwas können machen, was ich heimnehmen kann. Und wo wir jetzt gewusst haben, ja, der Kunststofftechnologe kommt neu, da haben wir etwas einfallen müssen, was machen wir jetzt dort? Weil beim Automatiker zum Beispiel, dann machen wir ein Radio oder einen Lautsprecher, wo sie beim Handy könnt, ihre Musik abspielen etc. Beim Polymechaniker machen wir einen Kleberroller, wo die Swiss Mechanik Auto anbieten. Wir haben den einfach so entwickelt. Und zusätzlich, wenn wir noch Zeit haben, können wir ein Schlüsselbrettchen machen, wo wir verschiedene Materialien dann einsetzen. Und da habe ich den Schlüssel oder Schlüsselbrettchen abgeändert. Wir haben so zwei Fältchen rausgefräst, wo wir noch Kunststoffgranulat drin haben, wo sie die Farbe selbst auslesen können. Und dann können sie es daheim an die Wand hängen. Und die Reklame ist schon dort, wenn sie andere Jugendliche sehen, hey, was ist das? Ja, der Kunststofftechnologe. Oh, interessant, hätte ich vielleicht auch noch schauen. Da haben wir jetzt so eine Arbeit gemacht. Dann eben die Arbeit, die sie dann so heimnehmen können. Und wichtig auch natürlich, Positives zeigen und erleben. Weil ich weiss, Firmen, die dir einfach das Schöne zeigt. Und ich finde es schade. Und ich darf Ihnen sagen, wir haben ganz, ganz wenige Lehrabbrüche bei uns. Jetzt haben wir letztes Jahr 2 gehabt, weil das eine mit dem psychischen Problem gehabt, Elternhaus, das war noch drin involviert gewesen. Und das andere hat einfach die Leistung nicht gebrungen bei uns und haben probiert und haben einfach nicht angebrungen. Der hat jetzt noch einfach eine 3-jährige Lehre gemacht und ist auch glücklich da drin. Aber sonst praktisch kein Lehrabbruch, den wir bei uns haben. Und darum glaube ich einfach, die Schnupperlehre ist eminent wichtig. Gut. Dann, was natürlich dazugehört, ist gute Auswahl, dass man eine gute Mischung hat. Und zwar gute Mischung, sage ich, Sek, Realschüler, dann Borsten, Mädchen, Jugendliche aus anderen Nationen, und möglichst mehr regional. Das heisst, wir gehen nicht Werbung machen auf Zug, Luzern, Zürich etc. Und wir wollen die Jungen aus der Region nehmen, dass die nicht von uns auf Zug müssen, aber wir holen von Zug und so. Sondern wirklich, wir in erster Linie regional die Rekrutierungen machen und kommen wirklich immer bis jetzt genug junge Leute über in die Stifte, in allen Berufen. Dann, wie ich vorhin gesagt habe, Sozialverhalten, Motivation, Zuverlässigkeit, Betriebsidentifikation. Dann Betriebskleider. Das heisst, wir haben jetzt bei uns Berufsschreiben. Ab August haben wir jetzt für die Lehrlinge ein neues T-Shirt gemacht, dass alle Lehrlinge das gleiche T-Shirt haben. Das heisst, das Zugehörigkeitsgefühl kommt. Wir sind miteinander da. Eigene Garderobekasten, die ja bei allen auch normal wird sein. Eigenes Werkzeug zum Arbeiten. Also bei uns kommen jetzt ein Werkzeugbegel über, wo alles Werkzeug drin ist, wo sie dann als Lehrling brauchen. Dann zum Lehrbeginn kommt unser Chef persönlich, der seht ihr, der Herr Elsner Karl, kommt unsere Lehrlinge begrüßen. Eine Wertschätzung, kann ich euch sagen. Die Jungen, grosse Augen, wow, der Chef kommt uns begrüßen in die Stifte. Das mache ich in der ersten Woche. Das ist etwas so Geniales. Also auch das, die vielleicht die Verantwortung haben, für die Lehrlinge, dass der Chef, wenn er ein bisschen kann, ankommt und sich dort an diesen Jungen zeigen und vielleicht auch sagt, wie wichtig dass sie sind für unsere Firma, bei uns arbeiten können. Dann kann jeder Lehrling in den ersten 2 Wochen ein Taschenmesser selber zusammenbauen. Ist natürlich für uns ganz genial. Das heisst, sie kommen den Einzelteil über. Wir haben einen Montagetisch und
Dann zeigen wir das Ihnen zeigen, wie das, das zusammenbauen. Sie kommen natürlich jetzt auch die spezielle Schale gerade über. Und auf der Rückseite können Sie dann sogar Ihren Namen selbst auch drin gravieren. Und dann sage ich immer, wenn wir das Taschenmesser so weit haben, dann habe ich meine Viktorinüchse. Dann habe ich die volle Betriebsidentifikation angebracht. Aber gute, positive Identifikation mit Betrieb, mit der Leistung vom Betrieb, Produkt etc. etc. Berufsbildner, die Vertrauensperson, die ich am Anfang gesagt habe. Bezugsperson von A bis Z. Nicht für den einen ist der verantwortlich, für den anderen ist dieser. Weil wir haben so viele Lernende und das ist schon sehr wichtig, dass wir alle gleich behandeln und möglichst gerecht behandeln. Und das wissen wir alle auch, Vorbild, authentisch sein, ehrlich und fair. Auch Praxisbildner, die draussen in der Abteilung uns helfen, die müssen Vorbilder sein. Das heisst, es gibt an diesen Jungen Sicherheit und gute Betreuung. Das ist ganz, ganz wichtig. Praxisbildner müssen für die gleichen Ziele arbeiten. Also ich sage auch hier, positiv über die Firma reden, über Produkte reden. Sicher gehört dazu, dass man da auch etwas Negatives sagt oder mal flucht. Aber grundsätzlich, dass man wirklich die Vorbilder außen ist. Dann die Lernenden als vollwertige Mitarbeiter behandeln. Sie gehören zu unserem Team. Sie sind gleich viel wert wie jeder Mitarbeiter bei uns. Auch das sagt unser Chef zum Beispiel immer. Ob ich jetzt ein CEO bin oder nicht. Ihr seid genau gleich wichtig wie jeder, der hier bei uns arbeitet. Dann dem Lernenden Vertrauen geben und Sicherheit geben. Ganz, ganz etwas Wichtiges. Dann sich in Lernenden hineindenken können. Wie bin ich in diesem Alter gewesen? Und ich kann euch sagen, ich habe schon manchmal mit Jungen so geredet. Und dann gesagt, ich habe erzählt, schau, der Seich, den du jetzt gemacht hast, sei es mal vielleicht privat oder sonst Seich, was gemacht haben, hat man früher manchmal auch gemacht. Aber ich kann dir einfach sagen, das war der grösste Scheiß gewesen. Und ich tue auch viel mit ihnen so reden und sage, schau, ich rede jetzt, wie wenn ich jetzt dein Vater wäre. Und ich persönlich habe das Gefühl, es kommt sehr, sehr gut an, wenn man mit ihnen so reden kann, dass sie sich wahrgenommen fühlen, dass man sie dort versteht. Den Lehrling nicht ausnutzen, ist klar, wissen wir. Gleichbehandlung von allen Lernenden ist manchmal nicht einfach, aber auch das, vor allem bei uns, wo wir sehr viele Lehrlinge haben, sehr, sehr wichtig. Dann klare Regeln geben, Grenzen geben, was ich enorm wichtig finde, ist vielleicht nicht ganz so populär, aber auch jetzt wieder, wenn ich jetzt schaue, unsere Lehrlinge, die jetzt rausgekommen sind, wir haben gerade diese Woche den Lernausflug gehabt, letzte Woche am Donnerstag, Freitag. Und ich kann euch sagen, wir haben es so fantastisch schön gehabt mit diesen Jungen. Wirklich total gute Junge, die wir dort haben. Da erzähle ich euch noch schnell etwas. Was heisst das für mich? Ihr seht da die Holzpfähle. Ich sage immer, ein Holzpfahl gibt eine Grenze. Aber der Holzpfahl, den kann ich überdrücken. Und der Holzpfahl kommt aber auch wieder retour an Grenze. Das heisst, der junge Mensch soll auch uns ein bisschen fordern, darf auch an Grenzen gehen, vielleicht manchmal drüber hineingehen, aber wir müssen wieder als Holzpfahl retour holen. Weil, wenn wir ein Eisenpfahl wären, den ich nicht überdrücken kann, dann glaube ich und bin überzeugt, sind wir nicht mehr glaubwürdig bei den Jugendlichen. Also, ich sage einfach, ein Eisenpfahl darf auf keinen Fall sein. Wir müssen ein Holzpfahl sein, auch jemand einzeln können nachgeben und sie aber auch wieder retourholen. Dann klare gerechte Führung mit Wertschätzung, Lob und Tadel. Sagen einer, wir haben bei uns auch Abteilungsleiter, die sagen, ja, selbstverständlich, dass sie gute Arbeit machen. Dann sage ich, nein, das ist nicht selbstverständlich. Man weiß, dass es so wäre. Aber wir müssen sie einen rühren und sagen, hey, wow, cool, dass die Arbeit gemacht ist. Dann darf ich aber auch wieder kommen und darf auch tadeln und kann mal sagen, du, die Arbeit, da, die erwartet von dir schon etwas anders. Ehrliche Anerkennung und Kritik. Lehren,
braucht Rückmeldung. Was wir tun, sozial, Methode, Fachkompetenz mit Zielsetzung machen. Ich habe da mal als Beurteilungsblatt einen Ausschnitt aus dem raus. Wenn wir unsere Lehrlinge eigentlich auch beurteilen, wir tun unsere Lehrlinge jede Woche beurteilen. Das tun natürlich für viele, wow, ist ja Wahnsinn, der Aufwand. Aber ich kann Ihnen einfach sagen, wir müssen das machen, weil wir haben so viele verschiedene Betreuer außer Abteilungen und außen. Und der eine tut die Beurteilung machen, tut der andere tut die andere Beurteilung machen, besser, ein bisschen schwächer. Und vor allem, wenn wir das dann machen, ich verwünsche einen Lehrling, der mir mit der Leistung retourfährt, vor allem, wenn es vielleicht Probleme plötzlich daheim hat mit der Freundin etc. Und da ich kann schon so viele junge Leute rausholen und retourholen. Wir haben einen Bildungsbericht nach einem halben Jahr. Ist alles okay. Aber erst nach einem halben Jahr reagieren auf gewisse Sachen, bringe ich fast nicht mehr an. Und darum, das Beurteilungsblatt ist ein Aufwand, aber der lohnt sich jetzt bei uns voll. Wenn ich einen kleinen Betrieb habe, würde ich das vielleicht alle zwei Wochen machen, vielleicht im Monat eins machen, je nachdem, was der Betrieb noch findet für sich, was für ihn stimmt. Dann muss die Beurteilung natürlich, also dass ich die machen kann, ich muss den Jungen beobachten, ich tue ihn beurteilen, das qualifizieren, das dann auch besprechen mit ihm, begründen und betreuen. Ihr seht nachher auch, wir haben rechts das Feld in Bemerkungen, Begründungen. Der Beurteilung darf nur ganze Noten geben, weil ihr seht, ich habe wohl noch Text drin, aber wir machen es auch mit Noten, weil das ist nachher Leistungsnoten wirksam, also Leistungslohn wirksam. Das soll ich noch erklären. Und zwar, was unser Leitzimmer ist, Lernen und Ausbilden mit Kopf, Hand und Herz führt zum Ziel. Ganz etwas Wichtiges. Beurteilungen tun wir auf dem Papier ausfüllen, nicht am Computer. Weil ich sage immer, das Papier ist etwas Physisches. Ich hocke mit dem Lernling am Tisch miteinander und man schaut das miteinander an. Und zuletzt tut der Lernende auch unterschreiben. Der Lehrling tut unten Zielsetzungen drin für die nächste Beurteilung von der anderen Woche. Und so tun wir eigentlich die Zielsetzungen nicht vielleicht nach einem halben Jahr machen, sondern wir tun das alle Wochen machen. Das kann sein, dass vielleicht über zwei, drei Wochen immer die gleiche Zielsetzung kommt. Ist möglich. Und darum sind wir voll überzeugt, dass man das auf dem Papier macht, die Beurteilung selbst, Zusammenfassung. Das ist klar, kann man dann auch am PC. Dann regelmässige Mitarbeitergespräche mit Zielsetzung. Das ist eben das, was wir machen mit der Beurteilung. Dann Berufsschulzeugnis, den wir anschauen immer. Ich tue das wirklich mit ihnen immer anschauen. Bildungsbericht. Ungenügende Schulnoten müssen immer unterschrieben werden. Also das Team muss selber kommen, die ungenügenden Noten an uns bringen, zum unterschreiben. Bis jetzt hat die Schule immer geschaut, dass das passiert. Jetzt sage ich, ist der Kanton ein bisschen bequemer geworden, hat das Portal aufgeschaltet, wo man die Noten selber schauen können. Ich persönlich finde es eine ganz schlechte Sache, weil ich sage immer, die Schule hat die Aufgabe, uns etwas zu geben und nicht, dass wir alles selber holen müssen. Weil für mich ist auch viel, viel der grösste Aufwand, dass ich das auch noch machen muss, dass mir ja ein Lehrling, der ungenügende Noten hat, nicht plötzlich denke, oh, jetzt habe ich schon zwei, wo ich was unterschreiben. Oh, wenn die Trick und der Trui überhaupt nicht mehr zu gehen, das darf eben nicht passieren. Und darum ist es ein bisschen heikel, was wir jetzt haben im Moment, das System. Dann gibt es eine Abmachung, und zwar mit dem Lehrling, eine Zielsetzung per Handschlag. Also ich will Ihnen auch zeigen, schaut, ein Vertrag, der kann mündlich sein, kann per Handschlag sein. Und Vertrauen hat zueinander, Respekt haben. Zielsetzung, zum Beispiel bei einem Zeugnis, Schulzeugnis, das sage ich nicht, wenn ich welchen Notenschnitt, das ich will von ihm. Ich sage nicht, in welchem Fach welche Note, das ich will. Sicher, wenn ich an einem Ort eine schwache Note, dann sage ich, die muss raufkommen. Aber dann sage ich jetzt, also als Beispiel, der Lehrling muss mir den Vorschlag machen, was könnte ich für ein Ziel nehmen. Und dann sagt er vielleicht, ja, aufs gesamte Zeugnis hin, Fünfer, drei Fünfer, ein Viererhalber und vielleicht noch ein Vierer. Und dann sage ich, ob ich einverstanden bin oder nicht. Und meistens sage ich, die fast das höchste Ziel, wo ich den Simon abholen muss, sage ja, ich habe das höchste, komm, endlich das jetzt ein bisschen runter. Und dann schreibe ich das auf. Der Lehrling selber schreibt das in seltensten Fällen selber auf. Aber ich kann euch sagen, nach einem halben Jahr
von denen Lernenden 90% weiss genau, was wir abgemacht haben, dann muss ich sagen, ja, dann sitzt es relativ gut. Und wenn sie das Ziel erreichen, dann zahle ich ihnen ein Sandwich zum 9. Ist ja nicht viel, aber auch da wieder. Und die vom Chef ein Sandwich bekommen für ein Ziel, das sie erreicht mit dem Schulzeugnis, die strahlt die Augen oder leuchtet. Dann zum Geburtstag würde ich gratulieren. Das heisst, ich gehe im Outlook hin, auf dem die Geburtstag gespeichert. Und dann gehe ich zu ihnen und gratuliere. Und jeder kommt noch ein Set Schuckimesser, wo 5 Schuckimesser drin sind. Natürlich auch von Victorinox. Und auch da, der schätze ich dir gewaltig, dass ich eigentlich an ihnen zum Geburtstag komme und gratuliere, dass ich daran denke. Dann, was auch sehr, sehr wichtig ist, ist ein gerechter Lohn. Das heisst Leistungslohn. Der Leistungslohn ist so gerechnet, ich will jetzt noch nicht so stark in die Tiefe gehen, da zählt die Schulnoten dreifach, da zählt die Beurteilung im Betrieb zählt dreifach, die Schulnoten doppelt plus Arbeitsbuch, was sie alle Monate einmal abgeben. Und wir auch eine andere Art machen, was vielleicht vorgeschrieben ist. Wir gehen ein bisschen tiefer, machen ein bisschen mehr. Und aus dem aus gibt es den Leistungslohn. Und dann hat ein Lehrling, wenn er einen 5er erreicht, hat er den Lohn, den man eigentlich einem geben möchte. Sei es vom Verband vor, so eine Richtlinie oder Berufsbildungsamt etc. etc. Aber wenn sie einen 5er erreicht, dann kann er sagen, jetzt bin ich etwa dort mit dem Lohn, den die Betriebe normal geben will. Jedem ersten Lehrjahr, wo ein Zehntel über 5 ist, kommt 10 Franken mehr über. Also das heisst, muss ich so sagen, hat sich ein Falscher gesagt, Entschuldigung. Bei Noten 4, der Lohn, kommen sie einfach immer über. Und dann, jeder Zehntel über 4 ist, gibt es 10 Franken mehr im ersten Lehrjahr, im zweiten 20, im dritten 30, im vierten 40. Und das dann rückwirkend auszahlen auf ein halbes Jahr. Das heisst, also im ersten Lehrjahr, wenn ich dann für das 5 aufwette, dann wäre das 10 mal die 10 Franken, also 100 Franken, wo es dann rückwirkend überkommt mal 6. Und im zweiten ist es 200 Franken, im dritten 300, im vierten 400 Franken. Und ich kann euch sagen, ihr vergleicht miteinander. Und alle Lehrlinge rühmen das. Auch der, der vielleicht nicht ganz seine Leistung bringt. Aber das Wichtigste ist, jeder Lehrling muss einen Leistungslohn bekommen. Und wenn ich schaue, wie das mit der Beurteilung macht, wo sozial sehr stark drin ist, dann muss ich einfach sagen, ein Lehrling, der unter einem 4,5 ist, ist wahrscheinlich nicht mehr bei uns in der Stiftung. Weil dann ist er wirklich sehr, sehr schwach. Und wie gesagt, wir haben nicht die besten, nur die besten Lehrlinge. Wir wollen das Gemisch drin haben. Und dann, Jahresziel von der Victorinox. Wir müssen es immer wissen, unser Chef gibt ein Jahresziel vor, Weihnachten. Und wir tun es runterbrechen auf die Lernungsabteilung, auf die Jahresziele. Da schnell Abteilungsziel von der Lernungsabteilung 2020. Freundlich, zuverlässig, motivierende Junge. Wir sind ein Team. Wir können nicht runterlesen, können sie selber noch. Verhütungsmassnahmen müssen eingehalten werden. Kompromisslose Qualität auf allen Ebenen. Kostenbewusster Umgang, Arbeitszeit, Maschinen, Werkzeug, Hilfsmittel etc. Und dort das sind jetzt die grössten Teile, wo man jedes Jahr immer wieder die gleichen Ziele drinnen haben, mit einem gemischt von diesen Zielen, die eigentlich dann der Chef uns vorgibt. Dann müssen die Lehrlinge regelmässige Info bekommen über Umsatzziel von der Firma, Arbeitsvorrat. Und das können wir auch, sobald die Geschäftsleitung wieder Infos bekommt, können wir es an den Lehrling weitergeben. Moderne Zeit, angepasste Arbeitsmittel ist klar. Wenn möglich mehrere Lehrstellen, sehr interessant für die Jungen, wie für uns auch. Abwechslungsreiche Arbeit, der junge Mensch von heute, der will Abwechslung, der will nicht immer die gleiche Arbeit müssen machen. Auch da probieren wir, zum Beispiel bei den Polymechern, die sind nicht am Monat an der gleichen Maschine, vielleicht an der CNC-Maschine. Dass man mal sagt, ja, drittes Lehrjahr, jetzt ist vielleicht einmal vielleicht 6-7 Wochen an der gleichen Maschine, sonst können wir alle 2-3 Wochen wechseln. Ich weiss, das sind die Kosten für die Firma. Aber da, wir haben motivierte Junge durch die Abwechslung, die sie haben. Und auch da, wir dann jeden Beruf den Generalist ausbilden. Also ein Polymech, der muss bei uns drehen, fräsen, bohren, schleifen, alles können. CNC ist klar, gehört drinnen.
Er muss Revisionsarbeit machen oder darf. Er kann Montagearbeit machen. Und. Das ist in allen Berufen so, wie auch im Kunsttechnologen in die Richtung gehen. Eben Generalistenausbildung in allen Berufen. Anspruchsvolle, können angepasste Arbeit anbieten, Verständnis für Lehrlinge haben. Auch BM anbieten, aber BM wird uns nur angeboten mit Regeln. Sie müssen uns gute Arbeit bringen, sie müssen gute Noten haben, den Beruf schon, dann dürfen sie BM machen. Es muss immer ein Geben und ein Nehmen sein. Das heisst, Messwerkzeuge, die sie anschaffen müssen, dürfen anschaffen. Da müssen sie an uns den Halbpreis zahlen, die Hälfte wir übernehmen. Oder den Lernungsausflug machen. Kameradschaft, Teamgeist pflegen, eben Ausflug, Betriebsfest, Betriebsessen. Und dann habe ich da schnell das Bild drin, wo wir jetzt gerade gesehen sind. Wir sind 2 Tage ins Wallis gewesen, zum Beispiel. Wir sind auf dem Aletschgletscher angeseilt. Der Lehrling hat 1 Tag Ferien müssen daran geben, der Rest hat die Firma übernommen. Und da sind wir mit Bergführer gegangen, wir sind mit Telemo zusammen, mit den Betreuern sind wir 45 Leute gewesen. Aber alles, nur Lehrling, von den letzten 2 Lehrjahren. Weil dann sind sie ein bisschen reifer und vor allem, ich kann ja nicht mit 70, 80 Personen gehen. Ich weiss ja fast nicht, was ich machen kann. Und wenn man so kleine Gruppen kann machen kann, also klein ist sie ja dann nicht, aber ich habe dann Junge, die 18 sind, wo ich ein bisschen die Verantwortung weg habe, obwohl sie immer noch voll da bei mir ist. Aber nein, es sind wirklich reifer und ich kann euch sagen, es war so genial gewesen, jetzt letzte Woche am Donnerstag, wo wir das gemacht haben. Und am anderen Tag sehen wir Heli-Fliegen mit der Zermatt. Eben, man darf wirklich etwas Grösseres machen, aber jeder Lehrling kann einfach 2-mal mitkommen. Und das andere Jahr gehen wir auf Telemo, unsere Firma anschauen und dann gehen wir auf den Dubs an einem Tag und gehen Kajak fahren, miteinander 2 Stunden lang, auch da. Das ist ein ganz genialer Anlass, der Zusammengehörigkeitsgefühl gut bringen. Sich gegen aussen zeigen, Vorträge, Ausstellungen, Tag vor offener Tür, Inserat, Internet, Plakat, alles, was wir probiert, regional zu machen. Aussen vielleicht auf unserer Homepage. Entschuldigung. Und da sehen Sie, das Plakat haben wir an unserer Firmenwand aufgehängt. Auch da haben wir ein riesen Echo bei den Leuten. Das Einzige, was schon bemängelt wurde, ist, warum haben wir keine Frau davon? Ist es so. Ich wollte sie eigentlich draufnehmen, weil das ist ein Foto, das man ganz spontan gemacht hat und bei uns hat es einfach geheissen von der Werbung. Das Foto, mit dem Ausdruck bringst du nicht mehr an, wenn du es sonst machst, dann ist es fast gestellt. Komm, wir lassen es mal so. Das nächste Bild haben wir sicher Frauen drin, weil wir haben auch bei unseren Berufen, jetzt in technischen Berufen, haben wir rund etwa 6 oder 7 Frauen dabei. Die beste Werbung ist klar, ist durch die eigenen Lernenden. Die Homepage, Bilder, aktuelle Lernende. Da sehen wir Lehrlinge vom ersten Lehrjahr. Das tun wir jedes Jahr frisch auf unsere Homepage. Dann das KV Logistik. Und wenn wir andere Berufe gerade wieder haben in diesem Lehrjahr, kommen die alle da drauf. Und das sind die Lehrlinge so lange davon, wie sie bei uns in der Lehre sind. Ich kann euch sagen, die beste Reklame, die wir machen können. Wenn ihr mal auf unsere Homepage geht, die ist nicht, weiss nicht wie, super gemacht in der Berufsbildung. Oben ist, was mache ich in diesem Beruf? Ein Berufsfilm, wenn es einen gibt. Ich weiss, ein Kunsttechnologe sollte es jetzt auch einen neuen geben. Der wird dann auch aufgeschaltet, wenn wir das machen können. Und Vorteile der Lernenden. Für mich, auch wenn ich mit den Jungen rede, absolut das Wichtigste. Gute Vernetzung, Schulbehörden, Verbände. Karriere aufzeigen können, auch das ist ganz wichtig. Wenn die ganze Ausbildungszeit die Eltern informieren. Also mit den Eltern beim Lehrvertragsabgabe nicht anholen. Wenn ich vielleicht 1 Lehrling hätte, 2 Lernende, würde ich es vielleicht machen. Und wir haben so viele Lernende, macht man es nicht. Aber nach einem halben Jahr gibt es einen Elternbesuchsnachmittag. Auch das ist sehr, sehr geschätzt. Wir haben im Lehrvertrag niedergeschrieben, dass die Eltern bis Ende der Ausbildung involviert sind. Zeugnis kommen sie über zum Unterschreiben, Bildungsbericht kommen sie über zum Unterschreiben. Das ist eine ganz coole Sache. Weil nur miteinander geht es. Lehrabschluss für 4 ist mit dem Chef, da haben wir am 10. Juli dann alle miteinander, ist der Chef dabei, Betreuer sind eingeladen, Eltern, Lehrpersonen,
Und dann kommt jeder das Abschlussgeschenk über bei uns ist jetzt ein Koffer von Victorinox, wo jeder Lehrling den Geschenk bekommt. Auch das kann ich Ihnen sagen, wird sehr, sehr geschätzt. Dann kommen wir zum Schluss. Lernen, ausbilden mit Kopf, Hand und Herz führt zum Ziel. Fördern durch Fordern, das ist unsere Philosophie. Na, nimm die jungen Menschen, wie sie sind. Es gibt keine anderen. Auch wenn sie vielleicht nicht mehr gleich sind wie wir, sie sind anders, aber sie sind nicht wegen dem schlechter oder besser. Sie sind einfach ein bisschen anders, wo man ein bisschen muss berücksichtigen. Aber auch da, Führung braucht sie genau gleich. Was wir auch das wieder sehen, praktisch alle Lernenden, die daraus kommen, wollen bei uns bleiben. Von diesen 10, also 11, kommen aus der Polymechautomatik Messerschmidt, von diesen 11, alle wollen bleiben und dafür sagen, sie können bleiben. Also ein super Lehrer, den wir hier haben. Wenn jemand natürlich nicht gute Einstellung hat über 4 Jahre, 3 Jahre, dann sagen wir nein, dann in einen anderen Betrieb. Gut, das war es, mein Vortrag. Danke Ihnen fürs Zuhören und ich hoffe, es sei nicht langweilig geworden. Merci. Toni, ich sage einfach Toni jetzt, Herr Blaser. Ja. Ich heiße Kurt, gell? Ist einfacher, Toni. Nein, ja, im Gegenteil. Es war sehr, sehr spannend, der Einblick. Und ich bin erschlagen, wie viele Lehrlinge ihr habt und in welchen verschiedenen Berufsrichtungen ihr ausbildet. Und ganz, ganz toll. Und das letzte Bild, das ist also schon noch herzig, wo man da den Stein sieht, bis schlussendlich zum Victorinox-Sackmesser. Vielleicht zeigt man nachher mal in 4000 Jahren, das ist jetzt ein Victorinox-Sackmesser gewesen, wenn man es gerade ausgraben. Dann ist es genau. Sicher der Kunststoff, den man noch findet, gell? Genau. Du hast gesagt, das hat mich sehr gefreut, Generalisten ausbilden in allen Berufen. Und das ist eigentlich genau das, was wir bei dem neuen Berufsbildungsplan auch gesagt haben. Wir wollen Generalisten, nicht Spezialisten. Und wir sind auch der Auffassung, wie offenbar ihr bei Victorinox, und ich vermute jetzt einmal in verschiedenen anderen Betrieben auch, wir wollen Generalisten, die verschiedentlich eingesetzt werden können. Jetzt, denke ich, ist im Moment da, wo wir auch sicher dem Toni Fragen stellen können. Und bitte die Fragen haben, ihr könnt einfach das Mikrofon aufmachen oder den Chat benutzen. Die Diskussion ist offen. Im Chat etwas. Ja, ich sehe jetzt gerade einen, ist reingekommen. Wenn wir das handhaben mit den Anteilen, soll ich gerade Antwort geben? Bitte, gute Frage, ja. Also es ist so, bei uns müssen die Lehrlinge den Anteil drinnen haben im Spind innen. Weil die Ablenkung in der Werkstatt ist auch viel zu gross. Und was noch dazu kommt, ist natürlich Betriebsgeheimnis. Sehr, sehr schnell sind natürlich da Sachen, die dann irgendwie rausgehen. Wenn Sie aber Fotos brauchen für Ihr Arbeitsbuch, dann dürfen Sie den Verantwortlichen fragen. Und der Verantwortliche sagt, jawohl, das darfst du fotos oder nein, das darfst du nicht fotos. Weil, ihr müsst euch vorstellen, wir tun bei uns Maschinen, tun wir zu 70% selber bauen, von A bis Z. Also 30% kaufen wir ein, aber jede Maschine wird abgeändert. Und das ist ja das Know-how, das wir haben, das wir voraussehen gegenüber der Konkurrenz. Und darum müssen Sie den Anteil im Spind lassen. Danke. Oni, haben wir eine weitere Frage? Ich sehe den Chat, den Inhalt vom Chat leider nicht. Noch eine weitere Frage, Wendy. Wir haben noch eine Frage bekommen, und zwar, ob die Präsentation im Anschluss zum Download zur Verfügung steht. Herr Blaser, dürften wir die Präsentation haben und den Teilnehmer verschicken? Was soll ich jetzt Ihnen sagen? Es ist eigentlich auf meinem Mist gewachsen, oder? Ich habe den Vortrag eigentlich an verschiedenen Orten kann ich haben. Aber ich sage, ich kann ihn Ihnen als PDF schicken, wenn das okay ist. Toni, das ist sehr, sehr okay. PDF tun wir ja meistens auch verschicken. Selbstverständlich würden wir das Steinmesser würden wir rausnehmen dort aus Vertraulichkeitsgründen. Also das 4000-jährige Steinmesser. Ja, ist gut. Die Antwort im PDF ist ja. Ja, klar. Danke vielmals.